Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wallworld. Im besten Run, den wir bisher jemals hatten. Komm, ich gönne uns einmal eine Reparatur noch. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt bei den großen Minen immer noch, ne? Eine Anomalie ist hier drin, ist Medium, aber es könnte eine Waffe sein, deswegen gehen wir mal rein. Weil der Laser ist schon die beste Mittierwaffe, würde ich sagen. Aber... Oder die schlechteste High-Tier-Waffe. Wahrscheinlich. Es ist, keine Waffe, scheiße. Wir versuchen es trotzdem. Und einen Schlüssel brauchen wir auch noch, Kryptopie. Deswegen Anomalienfarm, Anomalienfarm, Anomalienfarm. Hey, guck mal, ohne... Ohne die Unterstützung vom Spider sieht schon gar nicht mehr so rosig aus beim Minen. Obwohl wir so viele Upgrades haben. Geht mir auch weniger um die Rohstoffe, weil davon haben wir echt viele schon. Oh, der letzte Key. Wir können ganz nach oben. Oh shit, ich hab verkackt. Okay, ich muss jetzt so schnell hier raus. Uns verteidigt halt gerade nichts. Oh fuck. Total verpennt. Aber für den letzten Krypto-Key war es eigentlich wert, oder? Ja, wir haben den letzten Krypto-Key eigentlich bis jetzt nach oben. Aber in der Zeit noch. Gut, aber haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir machen mal von dem roten Zeug hier mit, das wir vielleicht zum Upgraden brauchen. Who knows? Und ja, gehen wir jetzt nicht mehr weiter runter. Wir gehen jetzt nur noch hoch. Der letzte Krypto-Key, Leute. Es ist soweit. Wir können den Boss besiegen. Obwohl ich wirklich gerne noch eine bessere Waffe hätte für den Boss. Gut, dass wir runtergegangen sind. Ne? Also Krypto-Keys, alle 5. Da gab es keine Anomalien, genau. Ganz kurz. Wir haben 90 von denen, weil da halt auch irgendwo eine Station steht, ne? Denke ich mal. Boah. Bin sogar fast geneigt, dieses Minenwerfding abzugraden, weil ich nicht weiß, wie der Bosskampf aussieht und der uns vielleicht helfen kann. Zumindest gegen die Nahkampfviecher. Leute, jetzt geht's ab. Seid ihr ready? Hier, guck mal, alle 5 da. Da ist die 5 da. Okay, jetzt mal gleich bei der Wolkendecke für die mittlere Ebene. Das ist für die Starterebene. Das heißt, die Hälfte haben wir geschafft, dann noch 16 Minuten. Und wir haben 43 von dem roten Kram und kriegen ja auch noch roten Kram. Hört mich mal, ich laufe einfach weiter. Schöne Rakete abschießen noch. Ich bin interessiert, ob die abhängen kann oder ob ich da oben jetzt ewig warten muss, weil ich ihn nicht besiegt habe. Das wäre natürlich doof. Bing. Okay, abgewehrt. Also geflohen, besser gesagt. Das heißt, selbst wenn hier jetzt was ist, gut, für Anomalien halten wir trotzdem an, würde ich sagen. Deswegen gucken wir zumindest mal. Wir scannen eine Anomalie und Medium. Ja, komm.
uns fehlen natürlich nach wie vor Blueprints, uns fehlen nach wie vor Waffen. Okay, mehr Mines, dafür weniger Blast Damage, ja, meinetwegen. Hier mit. Wer weiß, wie viele Upgrades wir gleich noch kaufen müssen. Dann so die Rohstoffe durch die Harvester, ne? Die Harvester skalieren zu gut. Eine Anomalie und Medium. Mal rein. Ja, die Rakete könnte auch ein bisschen besser sein. Die auch noch nicht alles mitgenommen gerade. Oben rechts irgendwie so der beste Ort, um Anomalien zu finden, habe ich das Gefühl. Da hinten sind die, die man abbauen und mitnehmen kann. Check. Bin schon wieder, ich hab schon wieder vergessen. Ah. Ist, glaube ich, aber nicht so weit. Hoffe ich. Hey, Junge. Ich hoffe auf eine bessere Waffe. Ich will mich nicht noch mehr in die Laser reinballern. Die Laserin sind noch Rohstoffe ohne Ende. Aber es geht uns nicht um Rohstoffe. Tut immer einem so, ist immer im Herzen weh, gell? Die ganzen Sachen liegen zu lassen. Eine Anomalie und Medium. Wirklich so im Herzen, mir die Sachen immer liegen zu lassen. Wäre aber bei sau vielen Spielen so, bei allen Spielen, wo man was sammeln kann. Man weiß ja, wie anstrengend das war am Anfang, die Sachen zusammenzusammeln. Und jetzt lässt man das alles einfach so liegen. Mehr Damage vom Laser. Ja, nehme ich natürlich. Kostenlos Laser Upgrade. Wäre ich auf gar keinen Fall. Es nicht. Wenn es direkt vor der Haustür hier liegt. Geht nicht, sorry. 1000! Das ist so. Was ist denn los? 1000 von dem Kram hier haben wir. Anhalten hier hat nicht mal gelohnt. Here lies a stranger I found and buried him. Na, immerhin, das war nett. Guck mal, voll das Grab. Guck mal, findest einfach einen Fremden und baust ihm so ein ganzes Mausoleum mitten in die Wand. Alles klar. Volles Premium-Begräbnis. Okay. Letzter Wandangriff. Also er wollte einen Angriff, meinte ich. Machen schon gut mehr Schaden. Die Fliege hat sich am meisten, die hier, weil die viele aushalten und in Masse kommen. Die hat sich noch viel mehr. Die Viecher hier. Die Explosionsfinger sind super. Sag mir nicht large. Medium und eine Anomalie. Auf jeden Fall noch rein. Aber auch hier bauen wir jetzt schon doch nicht so schnell, wie ich dachte.
Wollen nur zur Anomalie. Lalalalalala. Jawohl. Blueprint. Okay. Wasser-Blueprint sein, ne? Armored Claws Level 4. Es gibt Level 4, echt? Okay, dann haben wir die Armored Claws, glaube ich, auch auf Maximum. Mehr ist hier auch nicht drin. War schon fast 100.000 Upgrade-Punkte. Sollen wir doch noch was upgraden? I don't know. Das hier haben wir für Lasergun bekommen. Nicht schlecht. Was können wir denn noch holen? 25 Damage, Fire Rate Damage. Ja. Logistisch haben wir auch an sich viel, aber. Ich meine, wir sind wirtschaftlich super aufgestellt, aber Combat. Wir haben keine Drohne. Wir haben nur noch 9 Minuten, wir haben keine Drohne. Und wir haben keine bessere Waffe als den Laser. Ich meine, der Laser ist eine gute Waffe, aber ob die für einen Bossfight reicht, zweifle ich jetzt einfach mal. Oh. Der überhaupt nicht mehr wahrnimmt, den Timer. So abgehoben schon. Ich meine, die Minen können wir noch mal ordentlich upgraden. Ich meine, keine so große Runde. Das ist nicht so viel Zeit. Also ich glaube, wenn wir jetzt eine neue Waffe finden, die könnten wir instant auf Max upgraden fast, ne? Komm, nach oben. Muss oben sein, die Anomalie. Und es ist eine super geile Railgun. Oder vielleicht eine Waffe, die wir noch nie hatten. Eine viel bessere Waffe als die Railgun noch. Der komische Blitzshooter, da wäre auch okay, aber den fand ich nicht so geil. War mir ein bisschen zu langsam, obwohl das bestimmt mit Upgrades regeln könnte. Jetzt kommt schon gleich die nächste Welle. Ich muss hier jetzt durch. Ah, Blueprint. Auch nicht schlecht. Ja, nochmal das Schild upgraded. Kann dann mehr Damage absorbieren. Ich meine, ist okay. Ist aber gar nicht das Problem. Wir gucken uns mal so eine Runde an. Wir könnten uns endlos reparieren. Wenn wir halt nicht Insta-Kill wären, ne? Wenn wir halt nicht instant tot wären, einfach. Eine Anomalie. Also. Da oben ist schon der Kern. Wir kriegen also keine bessere Waffe mehr. Seien wir jetzt mal ganz runter und würden danach Waffen suchen. Ja, ist das jetzt vorzulesen, ne? Weiß ich nicht. Okay, weil da oben kommt jetzt schon. Excuse me. Gerade explodiert einfach. Der ist super frech. Okay, wir haben keine neue Waffe und ich glaube, da oben kommt der Boss. Kommt der Boss jetzt. Hier ganz runter zu rennen nochmal, das lohnt sich nicht. Da kriegen wir nicht rechtzeitig noch eine Waffe. Ja, okay. Das heißt, wir machen jetzt. Wir müssen damit leben, was wir jetzt haben, ne? Das heißt, die Bombe bringt uns ja auch im Kampf überhaupt nichts. Aber der Laser. Volles Upgrade, mehr können wir nicht machen.
Reparatur ist voll, können wir nicht mehr machen. Ist mein, will es auch nichts bringen. Wir könnten die Machine Gun halt komplett hochboosten, aber ich glaube, der Laser ist 20 mal besser als die Machine Gun. Deswegen will ich das nicht machen. Ich würde die Minen. Ich weiß, ich bin kein Fan jetzt groß von denen. Aber das ist das Einzige, was wir noch haben, was uns im Combat hilft. Und deswegen hoffe ich, dass es logisch ist, die einfach abzugraden. Ich meine, es hat uns wirklich nicht viel gekostet. Es hat wirklich nicht viel gekostet. Kann ich mich jetzt irgendwie gegen den verteidigen wenigstens? Kern, hilf mir! Kern, mach was! Ah ja, der Kern macht, dass es stehen bleibt, ne? Aber der Boss jetzt damit besiegt, ohne einen Kampf? Wir können uns auch nicht mehr bewegen. Soundbug, nice. Okay. Ja, guck mal einen an. Es ist zwar nicht das Ende der Wand, aber es ist ein Loch in der Wand. Wir haben das Ende der Wand, das obere Ende der Wand. Oh, das war's. Wir sind durch, ne? Developed and published by Elware Entertainment. Ja, ich muss sagen, Artwork hat mir sehr gut gefallen. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gespielt? Stunden? Haben wir schon gespielt. Das kostet 5 Euro. Wirklich, also 5 Euro regulärer Preis. Ist die Hälfte von einer Pizza. Für eine halbe Pizza. Es ist, insane. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich spiele es auch gleich noch weiter. Ich will noch die anderen Upgrades alle haben. Und wir haben jetzt quasi das Ende der Welt für uns gefunden, wo wir dann in Frieden leben können und nicht immer Angst haben müssen, eine Wand runterzufallen. Sehr cool. Die Frage ist, wo geht's weiter, wenn man da hochgeht? Also an der Kante vorbei, weiter nach oben. Wait for real, you found the 5th Crypto Key? Ja, ich habe noch viel mehr gefunden. Yep. That's it, I'm calling the elders. Jill. Alright, what are you going to do? I don't know, I'm going to the core. I go from there, habe ich gemacht. You think it changed anything? Well, actually, I want to find the edge of the wall. The thing wasn't part of the plan. Yeah, poor you. Then you just have to be one. Who activates the core for the first time in several hundred years. We shall see. Ja, ich habe ihn schon aktiviert, Jill. War cool oben an der Wand, muss ich sagen. War cool, konnte sie sehen lassen. Jetzt haben wir die 100.000 nicht mehr gemacht. Also können wir jetzt immer hoch einfach? Ich glaube, wir können jetzt einfach alles abfarmen und dann immer hoch, ne? Was nehme ich denn jetzt mit? Ich will mehr Ruhe haben. Die Sprints sehe ich irgendwie immer noch nicht. Der Seismic Generator auf jeden, dass der noch mit abbaut. Force Field und die Claws nochmal. Nochmal 60% mehr bringt es, glaube ich, nicht so viel. Na komm, dann rushen wir nochmal rein. Also die Story haben wir an sich, glaube ich, durch. Jill wird nochmal was sagen, wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal rauskommen, weil wir haben den Chor ja aktiviert. Wir gehen wahrscheinlich aber nicht hintereinander. Zack. Also man kann, wie man sieht, auch noch weiterspielen. Was haben wir hier? Drilling Efficiency direkt mal mitgenommen. Sehr cool. Und Mine ist leer. Nehmen wir auch direkt viel mehr mit. Dockern ab. Ach, nochmal direkt was.
Da steckt die Spitzhacke. Nice. Ah, Maske und Crazy Head, Head Knocking. Ja, okay. Am Anfang war die mal cool. Da hat man 3 Ressourcen bekommen. Mittlerweile ist so, meh. Lohnt sich kaum da anzudocken. Wir haben auch keinen Timer mehr, ne? Der Boss ist tot. Wir haben keinen Boss-Timer mehr. Wir können jetzt in Ruhe weitermachen. Nur die normalen Wellen kommen halt die ganze Zeit. Aber es scheint so, als hätte sich das mit dem Boss erledigt. Der kommt nicht mehr. Der ist dead. Maus tot. Bisschen mehr Zeit immer, bis die Wellen kommen. Das Schild können wir noch einmal upgraden. Da können wir noch was finden. Hier gäbe es jetzt eine Waffe. Frage ist ja, komm, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Shotgun hoffentlich. Ja, Shotgun. Shotgun nehme ich gerne. Die erste Welle ist ja nicht so gefährlich. Ich komme wahrscheinlich nur das Schild durch in einer akzeptablen Zeit. Deswegen sehe ich es gerade nicht so kritisch. Kann man hier reinpacken? Ja, Docking Station. Die können wir nicht mal einfach vor den LOLs upgraden. Obala. Wir haben noch eine Anomalie da drin. Aber kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ich glaube, dass es sich nicht richtig resettet, wenn man die Anomalie schon hat, weil hier ist ja auch nichts mehr. Wir haben ja alles. Mann, ist leer. Da liegt da hinten, ja. Aber ich glaube, ohne Harvester ist es gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht, hier voranzukommen. Mit den Ressourcen. Wir haben ja keinen Zeitdruck mehr. Die normalen Wellen waren nicht so schwer. Das heißt, wir können in aller Ruhe. Wir müssen die normalen Wellen halt immer noch raus, ja. Wenn wir Drohnen hätten. Ja, ich würde jetzt einfach in aller Ruhe alles abfarmen, ne? Die eine Wolkendecke nach unten, dann eine nach oben. Dann wieder eine mehr nach unten, dann wieder eine mehr nach oben. Kommen einfach so eine Zeit lang. Bis wir jede Mine abgefarmt haben. Und ganz am Ende gehen wir zum Korn, das Spiel wieder bestimmt vorbei. Also die Runde. Wir gucken, dass wir immer rechtzeitig draußen sind. Aber habt jetzt auch mal Zeit für die großen Minen. Ja, guck mal. Batz! Weg! Oh, das kommt mal her. Komm. Nochmal welche. Die spawnen denn da, hä? Hä? Das ist echt immer so viele gewesen? Okay. Können wir jetzt noch mehr Krypto-Keys finden? Nee, ne? Denkt man nicht. Wird auf 5 beschränkt sein. Also das Ziel wären jetzt die 100% alle Blueprints, alles mal gesehen, auch mal eine Waffe ausgemaxt von den großen. So, bitte nicht für die Shotgun. Ja, 5%. Sehr schön. Da, guck, da kam schon gerade ein grünes einfach raus. Das ist top. Und runter. Perfekt.
perfekt, da wollten wir hin. Halt. Können wir vielleicht noch das hier upgraden, ne? So. Brauchen wir gar nicht auch nochmal den Scan, weil wir die einmal komplett durch. Oh, eine Waffe. Nehmen wir uns alles mit. Jetzt nehmen wir alles mit. Einfach um zu gucken. Laser Machine Gun, perfekt. Besser geht's ja nicht. Die erste war der Shotgun. Dann Laser Machine Gun. Da wir nicht mal gegen den Boss kämpfen müssen, ist gar nicht so wichtig. Lalala. Schönes kleines Game, muss man einfach sagen. Ich mag das auch manchmal, wenn ein Spiel einfach vorbei ist. Man muss ja nicht immer ein Spiel haben, wo man hunderte Stunden rein versenken kann. Hoppala. Einfach nur. Guck mal, das Spiel hat jetzt 5 Euro gekostet. Lohnt sich. Die Entwickler müssen auch nicht so viel Zeit reinstecken, haben Zeit, dann direkt ein neues Projekt anzufangen, wenn die Idee gut ist. Muss ich nicht so auslutschen. Ich brauche keinen RPG mit 300 Stunden. Zeit habe ich gar nicht. Ich möchte lieber ein schönes Spiel, wo man auch sagt, ja, das ist dann in einer angenehmen Zeit vorbei. Ich meine, damit ist es doch hier jetzt echt super. Oh, ich sehe. Stell dir mal vor, man hätte jetzt hier, um bis zum Ende zu kommen, dieses Spielprinzip. Also ich meine, es macht Spaß auf jeden Fall. Aber, keine Ahnung, 50 Stunden spielen müssen. Damit es halt, ne, einfach um die Spielzeit zu strecken. Wäre doof. Und für Leute, die noch wollen, man könnte bestimmt noch ein DLC rausbringen. Einfach mit, wo man noch weitergeht an der Wand. Vielleicht sogar horizontal dann in die Höhle da rein oder in den Vorsprung. Was spricht dagegen? Gehabt. Aber dann halt nicht. Mal schön mitkommen hier bitte. Keine Lust, hier so weit zu laufen. Perfekt. Einen Kampf noch geholt. Reicht zwei nehme ich auch noch mit. Verdammt, 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 verdammt. Komm, hier. Zack, zack, zack. Easy. Zack, zack. Dann können wir nämlich das hier noch upgraden. Und das da direkt hinterher. Locken wir ab. Echt schon die nächste Wolkendecke. Gehen wir jetzt durch. Ja, komm, damit gehen wir die halt noch durch. Nicht nur 5 von dem schwarzen, da bräuchten wir schon noch ein bisschen mehr, wenn wir jetzt hochgehen. Selbstverteidigung wäre dann halt ganz geil. Ich glaube sogar fast, wenn wir nicht gegen den Boss kämpfen müssen, dass der Laser dann fast mit die beste Wahl ist, ne? Weil die andere Gun, die wir hatten, die Railgun,
die war okay, aber gegen so große Monster-Massen wäre die jetzt nicht der Burner gewesen. Lasergun wäre, glaube ich, ganz schnieke. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre ein Bossfight gegen den Boss nochmal. Ein Abschluss-Bossfight. Man ist ja jetzt einfach umgekippt, nachdem wir die Schlüssel eingegeben hatten. Meinetwegen auch mit dem Laser, der einen instant killt, wenn man nicht aufpasst. Einfach nochmal so ein dritter schöner Bosskampf. Ohne die Unterstützung von Spider ist doch schon unangenehm jetzt zu sagen. Ich bin noch ein bisschen weak für. Kann man jetzt schon upgraden? Ja, brauchen wir jetzt nicht. Oder von oben ist da. Ja. Schon mies gemacht, wenn man immer hoch und runter muss. Und fast meint das Game Design. Naja, dann sind wir doch mal so nett und folgen dem Game Design. Weil, dann geht's wahrscheinlich am schnellsten weiter. Ich meine, die Dashs sind geil, ne? Cool animiert und so, aber hat eher Zeit gekostet. Ja, wir rennen lieber einfach mal auf. Einfach drüber rennen. Nächstes Mal rennen wir noch besser drüber. Zack. Zack. Guck mal, hier hätten wir noch einen gehabt. Eine Anomalie. Aus Prinzip, ne? Das ist ganz schön groß. Fuck. Wir brauchen die Farm ja schon. Will ich auf jeden Fall wieder 100.000 auf dem Konto haben, wenn wir rausgehen. Wahrscheinlich sogar besser mehr, weil die Upgrades werden ja nicht günstiger. So. Abdocken. Noch eins. Warte. Eine Anomalie und nur 18 Ressourcen. Auch das hier sehr schnell erledigt. Zack. Laser Gun 20% bei Damage. Beschwer ich mich auf gar keinen Fall. Das ist top. Full Mining Upgrade wäre ich besser gewesen. So, dann gehen wir jetzt gleich Gesellschaft. Die Viecher. Ey. Schau mal. Zack.
die Britzel, auf der, wie viele Stufen haben wir das denn? Das könnte auch nochmal besser werden, weil das ist auch echt nice. Gerade gegen den kleinen Scheiß ist die Britzel echt top. Perfekt. Direkt, was wir brauchen. Upgraden. Was packen wir rein? Das hier. Gut, dafür müssen wir noch eins höher tatsächlich, ne? Ja. No problem. Noch eine Waffe. Gut. Nehmen wir Grenade Launcher. Das ist der Grenade Launcher, ja. Meinetwegen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der Laser meiner Meinung nach so hart OP ist. Gibt den anderen Waffen keine Chance. Das ist ja andere Spieler anders, aber ich würde schon sagen, Laser ist nicht die beste Waffe. Nicht vom Schaden her, sondern von der Handhabung einfach. Oh, Drilling Efficiency and Movement Speed. Es ist ein Traum. Ein wahr gewordener Traum. Rein, weiter. Eine Anomalie, 200 Ressourcen. Ah ja, kümmere ich mich gleich. Alles einsaugen hier. Bretze. Passt schon. Okay. Aber bei den normalen Wellen kommt noch gar nicht so viel, ne? Ich bin halt auch echt glücklich, dass wir Krypto-Keys so schnell gefunden haben. Also ich meine, zwei in einer Runde, das war halt hart. Also hart geil. Ja, rohstofftechnisch würde ich sagen, müssen wir jetzt noch ein paar Mal rein. Ah, vielleicht ist da was Cooles. Resource Radar. Ja, nein. Nicht so was Cooles. Liegen. Gut. Zack. Wo er nochmal Deals hier, dass man die Sachen halt nochmal verbessern kann, ne? Also gut, da muss er natürlich nochmal einen Bossfight geben, irgendwie noch ein bisschen mehr Story vielleicht auch. Aber. Ja, dass dann Level 5 Staubsauger geht und so. Da ist schon wieder Angriff hier. Kurz hier. Action. Vielleicht ein bisschen nutzen.
Berg. Ach, das ist gut. Wunderbar. Ah, Anomalie. Hier rein und was haben wir? Ah, der Boost, der ist nice. Den können wir auch ganz upgraden dann, da wäre ich dafür. Das muss was Kleines sein. So. Na, kann ich jetzt hier nicht in der Wand gefunden habe. Kommt das Think of it. Ist, dann wieder do you, und wieder you, pseudo philosophischer Quatsch. Und nächste Wand, ja gut, da müssen wir eh durch, ne? Neue Ressourcen. Bam, beides weg. Bats, Bats, Bats. Ja, die hasse ich, die Viecher. Und diese Schwätztreffen sind meiner Meinung nach. Eine Frechheit. Das mit Überlaufen macht einfach gut, weil dann hat man quasi noch eine Möglichkeit, Gegner anzugreifen. Man sieht eine zweite Waffe. Den Krawatt auch gerade schon. Brauchen wir gar nicht. Einen roten Kram. Haben wir hier. Jetzt halt Upgrades für die Shotgun. Ne, es ist traurig. Es hätte ein Mining-Upgrade sein können, es hätte ein Laser-Upgrade sein können. Hätte meinetwegen sogar ein Ressource-Radar-Upgrade sein können. Ein Upgrade für eine Waffe, die wir nicht nutzen, ist wasted. But that's the way it is. So, komm, da ist aber der coole rote Shit drin. Auch nicht. Overdrive nehme ich auch. Ja, ich werde hoch. Ah ne, es passt sogar alles in den Beutel. Perfekt. Ah. Und weiter. Ja, perfekt. Erstmal, was hier schon da ist, dann ist hier das direkt in den Laser. Perfekt. Alles mitkommen. Eigentlich bin ich mehr auf Blueprint-Jagd jetzt, ne? Deswegen auch alle Anomalien werden mitgenommen. Was war das denn für eine lame Runde? Perfekt.
könnten der Resource Harvester sein, zum Beispiel. Das Medium wird schon large hier. Wirkt noch Medium, würde ich sagen. Ist schon nice, dass man hier auch 5% Wahrscheinlichkeit die Rohstoffe bekommt, einfach so. Dann lohnt es sich nämlich noch mehr, den ganzen Kram einfach abzubauen. Nicht nur für die Upgrade-Punkte. Packen wir jetzt mal die Anomalie ein. Anomalie bitte. Drohnensystem. Ja, direkt. Da können wir die nächste Runde wahrscheinlich drin bleiben einfach. Ja, würde ich sagen. Nächste Runde macht die Drohne. Und wir haben noch das Schild ist auch schon ziemlich groß. Sollte noch nicht der krasse Shit kommen. Also mit drei Drohnen, die man sich erholen kann, und so einem Defense Tower oder einem Hide Tower, glaube ich, könnte man ziemlich lange in Leben bleiben. Der Kram hier rauskommt, wenn ich wieder runterfällt. Nein! Kommen auf jeden Fall bis zum Spider, aber hey. Drohne, enttäuscht mich jetzt nicht. Ich muss raus. Drohne macht doch noch zu wenig Schaden. Die Drohne hat es geschafft. Haben nicht viel Leben verloren, aber für die nächste Runde dann doch kritisch werden. Wir haben viel Zeit gespart auf jeden Fall. Holen uns ein paar Rohstoffe und dann upgraden wir die Drohnen nochmal. Ja, du da runter, der da runtergefallen ist, dann ein scheiß Stück Ressourcen. Dich hole ich nicht raus, da ich dir aber. Da wir keine Harvester haben, sollten wir hier auch wirklich dabei bleiben, dass wir alle Ressourcen rausholen, wenn das geht. Gar keine Waffe gewesen sein, ne? Darüber ging es, ist gar keine Waffe gewesen. Ich dachte, es wäre ein Gang zu einer Waffe, aber es war gar kein Gang zu einer Waffe. Aber es sah so aus wie ein Gang zu einer Waffe. Das ist frech. Das ist ein Gang zu einer Waffe. Jawoll. Wir haben ein Railgun. Ja, ist nicht schlecht, ne? Auf jeden Fall nochmal rein. Meistens einfach alles hier runter. Was da unten aufsammeln. Ja, schon unterwegs, Drohne, ich eile.
So, wir gönnen aus der Drohne. Ja, Ressourcen kriegen wir noch raus. Das muss nicht das Problem sein. Aber jetzt upgraden wir jetzt die Railgun einfach die ganze Zeit. Brauchen wir halt den Kram hin, den haben wir aber ohne Ende eigentlich dann gleich in der nächsten Stufe. Charging Speed ist sehr wichtig. Gegen den Kleinkram ist halt absoluter Schrott, ne? Die Railgun. Also wirklich absolut. Dann super präzise gegen einzelne Ziele, aber gegen die Masse sehe ich nicht. Mein Rest macht die Patronen. Aber halt. Was wir in der letzten Folge noch so alles dann finden, ich hoffe. Das erfahrt ihr dann in der wahrscheinlich letzten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Spiel. Macht's gut, bis dahin. Ciao.